Ja, Moment, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute nochmal eine Alien-Runde, Leute, ist die letzte. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich habe heute folgendes Setup mit dabei. Ultimative Waffe, ihr erinnert euch, wenn ich in einen Schließschrank schaue, dann schreien die Survivor für eine gewisse Zeit auf, wenn sie in meinen Terrorradius kommen. Dazu habe ich dann Darkness Reveals, tödlicher Verfolger und keine Versteckmöglichkeit. Also diesmal ohne Slowdown, so ein bisschen eher darauf ausgelegt, dass ich schnell neue Survivor finde, die ich dann downen und aufhängen kann. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Runde. Los geht's. Aha. Raccoon City. Die Polizeistation soll es also sein. Wir haben tödliche Verfolger, glaube ich, trotzdem dabei. Und wie wir sehen, sehen wir nur ein, zwei. Okay. Er steht sogar noch. Dann gucke ich mal, ob ich da schneller hinkomme. Mahlzeit! Wartet er hier? Ja. Dann gehen wir mal direkt hinterher. Wenn er jetzt die gute Palette zieht, wäre mir recht. Muss ich wegnehmen. Wir sind jetzt schon im Mode. Ist hier geblieben? Lull. Ah, nicht schlecht gemacht. Mich nur gewundert, warum ich nichts mehr gesehen habe. Oh. Ah, ich switch mal. Wenn wir ein paar Leute verletzen, warum nicht? Oder wenn die mir eine gute Palette hier geben, warum nicht? Sie rennt sogar weiter und da ist die gute Palette schon weg. Könnte vielleicht sein, dass wir eher sie kriegen. Jetzt auch nicht den Sprung. Ich muss sagen, ich mag die Fähigkeit irgendwie. Wenn du erstmal so ein bisschen damit warm geworden bist, kommt mir die wirklich gar nicht mal so verkehrt vor. Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan, auch mit den. Als ob ich niemanden gesehen habe. What? Springt sie runter oder rennt sie mir in die Arme? Option 2 soll es also sein. Es war niemand in der Nähe der Haken. Wild, ey. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich würde sagen, ich mache kurz den Flammenwerfer hier kaputt. Trete einmal hier gegen, weil ich habe nichts irgendwie, um die Gens zu slowen, so wirklich. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Einfach mal ein bisschen kurz die Gens abcheckern. Hier schon wieder einen Flammenwerfer. Gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Setzen wir den auch noch mal zurück. Zerren dabei oder was? Das ist schon geil, ne? Dadurch kommst du natürlich wirklich schnell von A nach B, ey. Oh, es hat sogar noch getroffen. Und er zieht die Palette. Finde ich gut. Sorry, Mr. King. Okay, den Generator setze ich auch nochmal zurück. Der Flammenwerfer, der zieht mir unten links meine Fähigkeit runter quasi. Achso, ne, die Person ist rausgerannt. Okay. Keine Ahnung, warum sie das jetzt gemacht hat.
Und auch keine Ahnung, warum sie das gemacht hat. Hat jemand die Palette hier wieder aufgestellt? Oder habe ich die nicht oder wurde die gar nicht gezogen? Doch, die hat doch die andere vorhin gezogen. Wild. Irgendjemand kann Paletten aufstellen. Ich glaube, wir sollten die wegmachen. Das könnte auch eine interessante Kombination werden, ne? Wenn du Paletten vermienst, dass der Killer die nicht wegmacht und dann kommt jemand anders und stellt die wieder auf oder so. Hallo. Oh, das hat sie doch erwischt. Nice. Oh mein Gott. Oh, crazy. Crazy. Okay, direkt die nächste Person aber am Haken. Ist auch nicht schlecht. Und zwei sind in der Nähe. So, ab an Haken. Ich würde einmal abchecken hier. Nice. Oh, er rennt weiter. Oh, Aura Reading. Vielleicht rennt er mir in die Arme, Leute. Vielleicht aber auch nicht. Na, wir rennen so rum. Ich glaube, ich brauche meine Fähigkeit gar nicht. Okay, Hälfte der Hooks haben wir jetzt. Trotzdem das Gefühl, dass wir ein bisschen lahmarschig sind. Du fragst dich, warum ich random in Schränke schaue. Ja, weil ich habe zwei Sachen dabei halt, ne? Darkness Reveals und dass die schreien, aber irgendwie... Irgendwie will das bisher nicht so richtig. Schade. Ah. Hier ist draußen. Ja, der Jen ist durch. Ich gehe auf sie, weil sie hier näher ist. Einfach halt. Oh, die rennt links. Oh. Noch weiter links. Das ist doch... Hier ist jemand gerannt. Aber warum? Hab doch Mori dabei. Huh. Ich würde sie am liebsten eigentlich jetzt aufheben, muss ich ja gestehen. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass irgendwie Taschenlampe oder sonstiges zum Einsatz kommt. Aber wir haben ja auch so einen ganz guten Blick. Oh, oh, Kate. Ich hoffe, dein Mikrofon ist aus. Sonst RIP Headphone Users. Oh mein Gott. What? Lächerlich. Als ob. Einmal der Hit. Zwei Hits. Okay. Aber der Palettenstun? Come on, Leute. Den habe ich so nicht kommen sehen, muss ich ja gestehen, ne? Pack ihn mal in den Keller. Das ist aber endlich auch mal eine spannende Runde, ne? Ich meine, kein Slowdown ist halt natürlich dann schon mal immer so, schwierig, sagen wir es mal so. Oh, oben schreit direkt jemand. Und da schreit noch jemand. Ich bin gerade in den Schrank reingegangen. Oh mein Gott, ich habe mir meine Fingernägel wieder nicht geschnitten. Okay, keine Ahnung, wie das noch wieder getroffen hat, ne? Andere Person rennt hinter mir gerade rechts. Könnte jetzt vorbei sein. Ist sie nicht. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Kommst hier an den Haken ran. Ist revealed, so einmal Trigger. Ich sehe sie schon wieder nicht. Ist sie selber auch in den Schrank rein? Das kann ich nicht. Boah, was für eine Clowns-Fiesta jetzt hier unten drin. Whoa! Oh. Later. Halt, warte mal, die kann ich doch Morin oder nicht? Okay, ich wollte schon sagen, und Ripley muss ich ja auch, Mori. Das ist ja hier für die Lore auch wichtig, ne?
Ich glaube auch, dass der Angriff weiterkommt als bei Nemesis, aber dafür nicht so breit ist. Also du hast, glaube ich, eher eine schmalere Hitbox als bei Nemesis. Weil ich habe schon manche daneben gesammelt, wo ich mich teilweise gefragt habe, wie ich die überhaupt daneben semmeln konnte. Also das war schon ganz haarscharf am menschlichen Versagen vorbeigefühlt. Der Antitos ist einfach ein Gönner, Leute. Ich sag's, wie es ist. Oh. Ärgerlich. Oh, Mann. Wenn ich kein Mori dabei hätte, würde ich ja glatt überlegen, ob ich dich überhaupt hier unbedingt brauche, aber... Da ich Mori dabei habe... Muss ich dich für die Fans natürlich essen. Schade, einer ist am Haken gestorben. Das ist ja so nicht geplant. Oh, der hat eine Kippe im Mund. Die will ich haben. Her damit! Oh. Da wurde mir gerade der Hintern heiß gemacht. Oh ja. Aber einfach weiterrennen. Was soll der Geiz, ne? Ja, das ist halt wieder die Sache, wenn irgendwie... Oh, da sagt sogar jemand GG. Nice. Zwei. Wenn, Ei, oh mein Gott, das ist ein Bingo! Wenn da irgendwie wieder Ping im Spiel ist, dann sehen die Hits wahrscheinlich auch wieder mega wild aus bei den anderen Leuten. Das ist ja genauso wie mit Wesker, wie mit der Jägerin, wie mit Nemesis. Du hast halt manche Fähigkeiten, wo es bei dir halt so aussieht, als ob der nie im Leben drauf gewesen ist und du trotzdem umkippst als Survivor, ne? Hast du halt manchmal. GG. Dann auch nochmal GG von Gegenheitsgrants, Leute. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Falls dem so ist, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und einen Kommentar. Da ist, wie gesagt, die letzte Runde jetzt mit dem Alien, bevor es nachher dann zum Release kommt. Leider bin ich dann ja im Urlaub. Das heißt, bei mir werdet ihr es dann erst wieder so Richtung Anfang September sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß mit der Runde hattet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.